ja. Gemein, gell? Ja, absolut tolle Tour, gibt's gar nichts. Hallo und Grüße aus Schwarzheim Gebirge. Ich bin Platt dabei und heute geht's auf den Obersberg und dann nehmen wir euch einfach mit. Weil wir haben uns nämlich eigentlich auf eine sonnige Tour gefreut und sind aber jetzt hier unten im Tal noch im Nebel. Leider. Ja, der Frühling steht schon in den Startlöchern, wie man sieht, und wir sind leider auch noch in den Startlöchern von unserer Tour. Obersberg, Fahrkogel, schön markiert, Anstieg schneefrei, trotzdem, dass wir eigentlich erst Mitte Februar haben. Ja, man konnte sehen, schon die ersten Schneereste halt da in dem Graben und der Boden zum Glück gefroren. Sonst wäre das da schon eine ziemliche Gatschpartie. Ah, der Frühlingsmotor läuft schon warm. Schneerosen können den Kavalierstart kaum erwarten. Diese Tour auf den Obersberg ist bei weitem keine Expedition, sondern ungefähr 800 Höhenmeter und da ist man in 2,5 Stunden in etwa oben. Es ist aber auch eine wunderschöne Unternehmung, weil ein toller Aussichtsberg und überhaupt nicht überlaufen. Abseits Corona-Zeiten hätten wir oben auch eine Hütte, nämlich die Waldfreunde-Hütte. Ja, die wird sich heute uns sehr verschlossen zeigen. Das ist aber gemein, gell? Der Ast. Falkenstein und da kaum weiter zum Handelsberg erschließt sich uns da. Zum ersten Mal, dass man einen richtig schönen Ausblick hat. Schau, diese Anhöhe da mit dem Schnee drauf, das ist schon unser Ziel.
Ja, es werden uns doch einige Steine oder viel mehr Bäume in den Weg gelegt. Aber die Wegbeschaffenheit allgemein ist recht angenehm. Das Steigerl ist lieb angelegt. Da hat man einmal Tabula Rasa gemacht. Schneerosenbestände gibt es da. Ich glaube, wenn der Hang immer so sonnig ist, werden die da vermutlich mit der Zeit verschwinden, außer es ist recht schön feucht. Da drüben der Schneeberg mit Kaiserstein und Klosterwappen. Und da oben hat man das Raxplateau mit der Heukuppe. Dann wäre da drüben schon Schneealpe. Für uns geht es dann da über das Steigerl weiter hinauf. Kurzer Rast mit toller Aussicht. Und jetzt also für uns wieder den Berg hinauf. Jetzt sind wir auf einer Höhe von knapp über 1000 Meter, haben also noch 400 Meter Anstieg und zum ersten Mal ist auf der Südseite ein bisschen Schneefleckerl und auch Schnee auf dem Weg. Ja, der Wurzelteller da ist halb gehoben worden und dann da noch Stiefeln. Trotz, dass schon gespurt ist, kann man da immer wieder noch mal unangenehm einsinken. Das macht die Geschichte zumindest grauftraubender, als es sein muss. Ja, das ist überall tief, schau. Ja, gemein, gell? Schneeverhältnisse sind mühsam und trügerisch. Der Kleid tragt's. Den ersten, der spurt, tragt's auch, selbst wenn er gleich schwer ist. Der zweite sinkt dann ein. Oder auch umgekehrt. Es ist schon ziemlich zum Aufpassen, dass man sich da nicht irgendwo blöd den Fuß ausdreht. Ist nicht wirklich verlässlich, ob das tragt. Jeder setzt den Schritt ein bisschen anders. Und das kann schon schief gehen. Über uns ist jetzt waldig und damit nicht so starke Sonneneinstrahlung. Vielleicht haben wir da erstens einmal weniger Schnee durch den Wald und zweitens einmal bessere Verhältnisse. Hm? Thank you.
erhofft, ist es jetzt im Wald von den Verhältnissen her besser und auch nicht so steil. Das war jetzt tatsächlich sehr anstrengend. Da haben wir einiges an Zeit liegen lassen und mit Recht, weil da kann einem gerade noch was passieren. Ja, viel später. Der Abstieg Breiental Schwarzer ist da angeschrieben. Geht aber auch weiter oben vom Gipfel noch ein bisschen direkter. Die Waldschweinehütte sieht man da, schau. Ja, wer möchte sich beklagen angesichts solcher Bilder? He? Wir sind fast oben. Und die Aussicht ist gewaltig. Bergfrei vom Obersberg mit einer ja, gar nicht so guten Aussicht wie bei der Hütte, gell? Interessanterweise, aber trotzdem ein Gipfelkreuz und ein Gipfelsieg. Absolut tolle Tour, gibt's gar nichts. Und das ist jetzt ja 850 Höhenmeter sind es circa. Naja, das ist schon ein bisschen was. Und vor allem bei den Verhältnissen werden die Höhenmeter plötzlich wesentlich mehr, weil jedes Mal, wenn man in das Loch einsteigt, muss man wieder hinaus. Was soll ich sagen? Es ist sehr mühsam gewesen mit dem Schnee. Aber sonst ist es recht schön und ich bin froh, dass ich da bin. Gell, das war schon ein schönes Erlebnis. Ja, da drüben schöner Kamm. Gipfel und Göller ist zum Sehen. Da drüben sieht man Ötscher wunderbar. Einerseits dann den Tiroler Kogel. Und da im Vordergrund der Eisenbergkamm, im Hintergrund ist der
Eisenstein zu sehen. Der Hohenstein ist verdeckt vom Dürnitzer Höger. Das da ist die Hinteralm bzw. der Muckenkogel. Reisalpe und Hochstaff. Ja, und für uns geht es jetzt nur zur Hütte und dort werden wir uns mal hinsetzen und vielleicht ein bisschen was schnabulieren. Und dann gibt es den Abstieg ins Breintal. Ja, weil es nicht zur Hütte schon. In die andere Richtung schaut das weiter aus, gell? Wenn man noch nicht weiß, wo der Gipfel ist. Also jetzt ist ja alles gewonnen. Ne? Da für dieses Bergerlebnis haben wir den ganzen Quagel auf uns genommen. Ne? So einen Kuhschalen hast. Es ist durchaus zugig. Magst du noch? Ich hab noch was im Angebot, ja? Ja, wir haben noch genügend. Auf geht's! Waldfreunde.at und hinunter da, kurz dem Anstiegsweg folgend. Ja, da im Abstieg kann man es jetzt gar nicht satt sehen am Panorama. Da sieht man oben bis ins Hochschwabmassiv rein. Die Feitsch, Schneealpe, die Rax mit der Heukuppe und dem Raxplateau. Da drüben den Schneeberg, alles was Rang und Namen hat. Wenn man sich also fragt, warum man sich da so geplagt hat, damit man jetzt so beschwingt ins Tal hinunterstürmen kann. Breintal-Hirschbach. Das wird unser Abstieg werden. Hat man auch schon gespurt jetzt. Schau. Da ist der Abstieg ins Breintal nach rechts hinunter. Ja, so lassen wir uns das gefallen, oder? Im Gebiet der sogenannten Auersbergalm und da merkt man, es wäre auch ein wirklich schönes Skitourengelände mit ganz sicheren Verhältnissen. Da könnte es schon Spaß machen. Nur falls wen interessiert, das aktuelle Wetter in Wien ist Nebel und 5 Grad. Der Abstieg auf Schnee macht also richtig Spaß.
wenn man nicht gerade blöd ist, wenn es so rutscht. Aber auch wenn man rutscht, das macht auch Spaß, solange es keine Absturzgefahr gibt. Inzwischen gibt es nicht mehr sporadisch Schnee und dafür tauchen wieder die ersten Schneerosen auf. Ist ein herrlicher Aufstieg in einer wunderbaren Landschaft mit tollen Ausblicken. Ja, man fragt sich schon, warum der Jäger ausgerechnet da aufschaut, wenn er doch dort Tiere schauen könnte. Aber vermutlich kann man den Schneeberg einfach nicht erschießen. Eigentlich könnte man diese Serpentine auch abschneiden, aber es war nicht gespurt. Und warum soll man jetzt im Abstieg noch was riskieren? Die Fallstraße bringt uns genauso ans Ziel. Angesichts der Aussicht kann man sich da auch nicht beklagen. Ja, nicht zum Beweis, da waren wir runtergekommen, das haben wir aber verabsäumt. Ja, da ist man offensichtlich früher mal auf das Steigerl da gegangen und der, was das Steigerl einmal überkopft hat, der mag nicht mehr. Da ist noch mal ganz schön steil. Nur im letzten Moment aufpassen, da könnte man noch rutschen. Da unten im finsteren Graben heute halt nur Reste von Schnee, aber
Die machen es auch nicht mehr lang bei den zu erwartenden Temperaturen der nächsten Woche. Für uns reicht es aber noch immerhin zum Ausrutschen, schau. So viel ist noch allemal. Ich glaube, man kann es sehen, es ist immer noch ordentlich rutschig. Ja, inzwischen sind wir bei den ersten Häusern angelangt und damit wieder auf Asphalt unterwegs. Jetzt in den Ort hinein zieht es sich noch ein bisschen. Wird ungefähr noch ein guter Kilometer sein, bis zur Kirche vielleicht sogar noch etwas mehr. Manchmal lohnt es sich ja, einen Blick hinter mich zurückzuwerfen. Da hinten waren wir oben. Ja, die Straße überquert da den Bach. Der folgen wir nicht. Wir gehen Richtung Schwarzer Gebirge Kirche. Diese Möglichkeit hat nämlich den Vorteil, wir sind nicht auf der Straße. Wir müssen auch nicht entlang der Bundesstraße in den Ort zurückkehren, sondern die paar hundert Meter, die jetzt noch bis zur Kirche sind, die legen wir da auf einem ganz einen stillen Weg zurück. Ja, schon langsam aber sicher sind wir wieder am Ort angelangt. Wir müssen da ganz kurz hinaus noch auf die Hauptstraße. Und bei der Kirche schließt sich der Kreis. Ja, das war wieder eine wunderschöne Tour, oder bist du anderer Meinung? Nein, bin ich nicht. Ja, sehr gut. Also ungeteilte Zustimmung findet die Tour auf den Oversberg von Schwarzau und der Kirchen aus. Und damit bleibt nichts weiter zu sagen, also ich bin schon dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man es einmal bei anderen Tour. Geht's so weiter? Kann ich die filmen, wenn es da den Popo entgegen rechts. Ja, ein Loch tief genug, dass bald ein Echo geben wird. Ja, und da ist in der Serpentine. Werden wir eine Linkskurve einlegen. Sonst musst du mich ausrollen da oben am Berg. Ja, das ist ja. Ja, dazu ein Witz. Keiner kann. Aha. Merkt man gar. Und über alle kann ich ja gar nicht lachen. Was die da für luxuriöse Schneestangen haben, die dann so, als ob sie einen Schnee auch manchmal hätten. Die Fichtenmoppe, jetzt beorgeln uns. Für die Bäume ist es vermutlich eher niederschmetternd und für uns ist es empörend. Ne? Das ist nichts Schlechtes, oder? Eine schlechte Kunden noch, schau, da gibt es einen Gegenanstieg. Gehen wir fort an einen anderen Ort.